Waffenschmied des Ordens, was hast du mir denn anzubieten? Seid ihr der, von dem Siegfried gesprochen hat? Genau der. Siegfried? Der Ritter aus den Kloaken? Ihr seid es wirklich. Diese Gorgo hat uns eine ganze Weile Ärger bereitet. Ich habe gehört, es soll ein harter Kampf gewesen sein. Nö, eigentlich nicht. Sie war jung und schnell erledigt. Was führt euch her? Weiß nicht. Reden? Wann seid ihr dem Orden beigetreten? Das ist schon etwas her. Mein Vater war ein Waffenschmied und ich trat in seine Fußstapfen. Meist zu sein, siehst du nicht aus wie ein Schmied. Eher so wie jemand, der Schmiedeleute bezahlt. So, was macht denn der Orden in Vizima? Wir helfen beim Kampf gegen die Pest, wahren den Frieden und kämpfen gegen Ungeheuer. Da und essen den Bürgern das Essen weg. Zu tun. Wir schützen das Volk und tragen das Licht der ewigen Flammenrose. Naja, wie auch sei, verkaufst du mir was? Eure Waren? Siegfrieds Freunde sind hier immer willkommen. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sprecht mit meinem Lehrling. Ich bin für Schmiedeaufträge und Sonderbestellungen zuständig. Na dann, wir können ja einfach mal gucken, wie teuer es ist, hier so ein Meteoritenschwert zu schmieden. Chance auf kritischen Effekt Schmerz hätten wir und Schaden 20%. Würde der dann schon unsere beiden Schaden plus 15 nehmen hier und... Was ist denn das eigentlich, ein Silberschwert? Nee, ist für Meteoritenschwert, also ein normales Schwert hier. Nimmt der dann unsere drei Meteoriten, die wir haben, ist die Frage. Aber dann würde es ja Schaden eigentlich 30% sein. Und irgendwie möchte ich ja gerne dreimal denselben Meteoriten benutzen. Ja, dann kriegen wir einen Bonus. Hier, ich frag mal. Seid gegrüßt, Herr. Kann ich euch helfen? Na, lass mich doch hoffen. Seid ihr der Lehrling des Schmieds? Herr, ich fege, heize die Öfen an, führe das Geschäft. Ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Vielleicht verkauft er noch einen Meteoriten. Ja, er verkauft nur so eine blöden blauen Dinger. Wir wollen eigentlich nochmal so einen Boden. Tiberischer Kampfpflege, Chance auf kritischen Effekt Lähmung. Das ist ja irgendwie cool. Zweihändige Stahlaxt. Exzellente Lederjacke, ui. Lindner Schaden minus 5%. Uhuhu, 5000! Wie viel bringt uns der denn? 20 nur? 60 nur, dafür, dass das hier so eine besondere Teile sind. Dann, also was würde ich mir natürlich gerne kaufen, aber 5000! Alter Schwede! Alter Vizima, meine ich natürlich. Ja, da kommen wir später auf alle Fälle nochmal zurück. Da schmieden wir uns. Ich hoffe, wir kriegen hier irgendwo noch einen dritten roten Stein. Und dann schmieden wir uns ein super schweres Schwert. Super schmerzhaftes Schwert. Und der Flammenrose, ewiges Feuer ist unsere einzige Hoffnung. We want you hier, ne? Tragt die silberne Rüstung und kämpft für das Wohl und die Rettung der Menschheit. Wir bieten zahlreiche Privilegien, einschließlich Steuerbefreiung, einen attraktiven Anteil an Terroristen und Feinden der Menschlichkeit beschlagen, dann Gütern kostenlose Abplätze durchgeführt von hochrangigen Priestern und Ausbildungskurse. Na Mensch, inklusive Klassenfahrten nach Neuen Hartschein. So, Wachlokaltür. Ne, da wollen wir eigentlich nicht hin. Ja, wir haben jetzt doch noch ein bisschen Zeit, hier totzuschlagen. Bis Mitternacht ist. Ich bin, glaube ich, an den Wachhäusern vorbei, an den Lagerhäusern, ne? Ne, da müssen wir doch hier irgendwo mal abbiegen. Kann man hier runterspringen? Kann man nicht. Dann gehen wir mal hier runter. Unglaublich. Vizima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Ja. Und da sind ein paar leckere Ausschmeißen. Noch so ein Wuff. Arme Frau, Schurke, Schurke. Guck die Sahne. Wächter mit Fackel. Hey, Wächter. Leute, und was los? Ich erhellen diese finsteren Zeiten. Ja, deshalb hast du ja die Fackel bei dir. Hallo, Madame. Wie wär's? Für euch mache ich einen Sonderpreis. Adieu. Vielleicht später. Bei der Hexe ist ja immun gegen Krankheiten. Eigentlich kann der sowas ja nutzen, wa? Ich meine, hier sollte man schon so ein bisschen vorsichtiger sein. Hier, Schurke. Hier hat einer die Hose gestohlen.
erwarte, wenn ich ihn erwische. Was? Wer ist da? Oh, hoffentlich überlebe ich das. Na, da will ich lieber reingehen in den Schuppen, wenn du Angst hast. Wer ist da? Zu Boxfleischhaus. Boah, wer sind denn diese ganzen Leute? Wer ist Boxfleisch und armer Mann? Die armer Mann. Wollen wir würfeln? Ausschmeißer. Hallo. Habt ihr euch verirrt? Ein bisschen schon, ja, irgendwie wer schon. Lebt hier? Beantwortet eine Frage nie mit einer Gegenfrage. Dann werde ich das mal anders formulieren. Ganz schön frech. Dies ist das Haus von Boxfleisch. Er sagte nichts von einem Mutanten, der zu Besuch kommt, also verschwindet. Ja, wir kommen auch immer mal unangemeldet, aber ich wüsste nicht, warum wir Herr Bockfleisch jetzt hier besuchen sollten, außer vielleicht ihn wegen seinem Namen auslachen. So, was steht denn auf dem Schild? Stramme Hüften. Was ist denn stramme Hüften? Hier irgendwie mit so einem Restaurant oder so gerechnet, aber hier scheint es ja doch irgendwie eher... Wollt ihr euch ein wenig entspannen, mein Hübscher? Nur ein wenig? Kommt drauf an. Ich bin für alle Vorschläge offen. Ist hier wirklich ein verruchtes... Na gut, reden wir. Aber ich hoffe doch auf Viertel. Mehr. Überrascht mich. Liebe ist wie eine Birne. Süß und wohlgeformt. Versucht einmal, ihre Form zu beschreiben, aber ohne Birne zu sagen. Oh, diese Sprüche wieder hier. Oh, weia. Versucht doch, sie mir zu zeigen. Ist natürlich irgendwie eine einerseits galante Antwort, aber ich bin kein Poet, aber ich erkenne ein reiches Früchtchen, wenn ich es sehe. Ist schon wieder zu blöd. Aber ich weiß gar nicht, ob wir Zeit dazu haben. Versuch doch, sie mir zu zeigen. Nicht so hastig. Wir haben das, uns doch das sehe ich genauso. Vor allem komme ich später wieder. Darauf kannst du mich verlassen, Karamin. So, Tramme Hüften, ja, wir haben hier eine Menge zu tun. Im Guten wie im Schlechten, ne? So, es ist endlich nachts. Es ist 21 Uhr, es ist noch nicht Mitternacht. Wir haben noch immer 3 Stunden, die wir hier rumlaufen könnten. Da ist ja nochmal Mr. Pechschwarz. Vielleicht erzählt der uns noch was. Rettung? Irgendwas wollten wir den ja noch fragen und vorhin wollte er nicht. Für 2. Na hier, ich habe ein Geschenk für dich. Habe ich was für ihn? Haben wir Schuhe? Eigentlich habe ich gar nichts für ihn. Willst du ein bisschen Visima-Gold? Will er nicht. Naja. Eure erste. Kann man. Hier gibt es Gruppen, die haben wie ein. Blablablub, so genau. Ich suche Arbeit für einen Hexer. Das war noch was wir fragen wollen. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Es wird euch nicht schwer fallen, Arbeit zu finden. Fragt Kaufleute. Außerdem gibt es Probleme auf dem Friedhof. Danke für eure Arbeit. So, unsere Schuhe glänzen jetzt aber hier richtig. Wurden zweimal heute schon geputzt, aber nachdem wir die ganze Zeit in der Kloake gewattet sind, war das auch notwendig. Hey, da ist ein Zwerg. Hallo Zwerg. Seid ihr ein Zwerg? Wenn ich die Kerle erwische, die nachts angreifen, reiße ich ihnen die Beine von den Arschen. Kalkstein, mein Freund. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Besuchen wir einfach mal Kalkstein. Wisst ihr, die Musik war so bedrohlich, wenn wir irgendwo reingehen. Ich hoffe, der hat nichts dagegen, wenn wir hier mal so ein bisschen rumgucken. Ich habe auch immer eine Fackel beim Kleiderschrank. Altes Regal. Unbekanntes Kraut. Kann nicht gesammelt werden. Ein Korb.
Dörrobst. Hm. Waren wir in der Kiste schon? Ja. Aber ein zweites Mal gucken lohnt sich vielleicht. Wäre Rubedo nicht besser? Kommt drauf an, willst du Dämonen beschwören oder Katzen in Sud einlegen? So, wir haben das Grundlagen der Alchemie bereits gelesen. Wäre ja auch gelacht, wenn nicht. Oh, den nehmen wir nochmal mit. Davon können wir nie genug haben, unser Tränke-Grundmittel. Endlich folgt der Hexer Geralt meinem Ruf. Na, aber sicher doch. Wir sehen uns wieder. Ich brauche wieder eure Hilfe. Wobei? Eine ernste Sache. Etwas, das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte. Und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang. Erzählt mir mehr. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ihr hattet eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Al-Visima. Prinzessin oben, Drache unten. Danke, ich verzichte. Schweigt bitte! Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Genau. Ich möchte diese Quelle untersuchen, Hexer, und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle 1000 Orens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Tja, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also wir machen das natürlich. Oh, tut mir leid. Ich war... Wir machen das natürlich, aber später würde ich sagen. Später. Kleines Buch der Mineralien. Oh, hier können wir die Bargastenschädel noch verkaufen. Das ist doch super. Gut, dass wir sie mitgenommen haben. Nochmal 50 Ohren. Okay, was hat er denn hier anzubieten? Buch des Waldkauzes, kennen wir bereits. Grundlagen der Alchemie, kennen wir bereits. Kaufen wir das, wo das hinten in der... Truhe dahinter liegt. So, kleines Buch der Mineralien. Ja, wenn wir kaufen, wir haben es ja. Wir kaufen jetzt einfach mal alles und können das auch gleich lesen. Blau, dachte ich. Können wir aber doch nicht. So ein Mist, jetzt müssen wir hier einzeln irgendwas. Das Buch behandelt einfache mineralische Komponenten, die in der Chemie Verwendung finden. Schwefel, Ignatiasäure, Feinstein, Nezenersalz, Calcium, Iquom, Phosphor. Es erörtert zudem die Substanzen, die in diesen Mineralen zu finden sind. Sehr schön. Ja. Schmeiß dir dein Zeug mal wieder hin, kannst den nächsten Idioten verkaufen. Was hat er denn noch? Geistererscheinungen und die verdammten Ornithosäure. Gott, sind die Bücher teuer. Da spare ich mir vielleicht doch nochmal kurz. Vielleicht finden wir ja dann noch irgendwie später was. Und wir gehen erstmal wieder nach oben. Gespeichert. Gut, jetzt haben wir noch, ja, eben noch 2,5 Stunden, die wir jetzt hier ein bisschen Zeit vertreiben müssen. Gucken wir Werbung. Ihr zieht harte und schnelle Lösung vor, ihr wollt nicht mehr als einmal zuschlagen, dann ist der zweihändig geführte Kampfhammer Terminator die Lösung. Ich meine, es gibt ja irgendwie interessante Sachen, auch diesen Flegel, den wir da gesehen haben und so. Aber benutzt man die oder ist das Schwert einfach doch die beste Wahl? Oh, was ist denn jetzt los? Die Escolab-Schlange. Ich würde den Narren gern treffen, der Häutung mit Heilkunst in Verbindung gebracht hat. Ach, dieses Heilerzeichen, ne?
liegt denn darum? Ach, Hunde. Wuff, wuff. Werbung. Die Werbung lesen. Juwelier Schuttenbach. Jeder Ring ist einzigartig. Na, Freunde, was los? Die Straßen sind nachts gefährlich. Geht nach Hause. Komm ich durch? Nee. Zum Glück. Eigentlich muss ich sagen, zum Glück. Mann, der Stadtwache. Hallo. Ehrliche Leute schlafen nachts. Was treibt ihr hier auf der Straße? Ich beschütze die ehrlichen Leute. Marktplatz. Zwerg, Werbung. Haben wir die Werbung schon gelesen? Ja. Nee, doch nicht. Doch. Das war die Bank. Und hier ist das. Ach. Vielleicht treibt sich der Typ ja schon am Lagerhaus rum. Wir gehen da einfach nur mal hin. Nieswort. Stadtwache. Hallo, was gibt's das Neues? Krankenhaus des Heiligen Meiligen. Die Opfer der Katriona-Pest. Danach gibt es nur zwei Etappen. Alt wie Sima und die Hölle. Mann, bin ich düster. Mann, bin ich düster. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Ich bin immun. Aber hier, seht euch das mal an. Guck mal. Ich weiß doch nicht, was ich dir zeige. Ich habe so viele Ringe mittlerweile. Ich vergeude meine Zeit. Hat doch nicht viel gebracht. Brauchen wir wahrscheinlich wieder einen neuen Ring. Oder wir können ihn noch bestechen. Aber das mache ich nicht. Das hat er nicht verdient. Ein paar extra Einnahmen. Außerdem müssen wir unser Geld zusammenklamüsern. Wir wollen ja die Rüstung Ecke, haben. Da bewegt sich was. Wahrscheinlich wieder diese Ungeheuer. Natürlich. Die laufen einfach hier so lang. So, jetzt wäre der Waffenschmied des Ordens. Was ist denn da Rettung? Was soll denn das sein? Ach so, hier sind diese Kanäle unter uns. Zu dem gemacht, was ich will. Tja, es sind wirklich immer weniger Leute hier auf der Straße. Eine Feuerstelle, vielleicht warten wir auch einfach noch mal eine Stunde, das ist vielleicht eine Idee. Wir haben ja auch neue Talente erworben. 11 Bronzetalente haben wir mittlerweile. Hier können wir mal noch nichts aufsuchen. Das haben wir irgendwie alles. Tja, starkes Silber. Ich würde sagen, machen wir mal nochmal Schaden hoch. Hier auch Schaden hoch. Gegen so. Gegen die größeren Leute ist das vielleicht ganz gut. Starker Stahl. Einfach Schaden hoch. Schneller Stahl. Auch nochmal Schaden hoch. So. Die restlichen nehmen wir uns hier wirklich für die Zeichen auf. Vielleicht finden wir da noch ein cooles. Ja, hier oben haben wir, glaube ich, so die sinnvollen Sachen. Haben wir alle einfach. Wir sind aufstrebender Hexer. Und wir müssen noch eine Stunde meditieren. Und das ist genau, was wir machen wollten. Dann ist gleich Mitternacht. Und dann gucken wir mal, was der Typ hier beim Lagerfeuer wollte. Banditenanführer. Irgendwie sind hier auf einmal Banditen unterwegs. Na, mal gucken, was hat denn der Banditenanführer zu sagen? Es ist Hallo. Unser Gebiet verschwindet. Es ist unser Gebiet verschwindet. Mich juckt's in den Fingern, jemandem eine reinzuhauen. Tja, mir auch. Aber erst, wenn ich deine Sicht gesehen habe. Es ist unser Gebiet verschwindet. Ihr habt zwei Banditenanführer, wie kommt ihr denn klar? So, ist doch jetzt hier Mitternacht. Wo ist denn... Wo ist denn mein Freund? Der unbestechliche Nachtwächter hier. Nee, der Wachmann. Vincent. Vince. Wo ist Vince?
Vinci McVincent. Irgendwo muss er doch sein. Es ist Mitternacht. Ritter des Ordens. Da kommen zumindest etwa Ritter des Ordens. Die haben es auch gemütlich gemacht, hier so einen riesen Burg dahin zu bauen. Und auch wenn wir uns mit Siggi verstehen, ich hab so das Gefühl, dass wir irgendwann mal Ritter des Ordens auch kräftig... Wir geben unser Leben für den Orden. Genau. Dass die uns ihr Leben geben für den Orden. So. Ist denn Siggi... Nicht Siggi hier, Vinci. Komm schon. Quests. Verdächtiger Vincent. Vielleicht lohnt es sich zu überprüben, was in einem Lagerhaus in den Elendsvierteln um Mitternacht vor sich geht. Aber es ist doch Mitternacht. Es ist genau Mitternacht. Es passiert nichts.